Hallo. In 360 Grad Fotos und Videos, so wie in dem zum Beispiel, sieht man viel mehr, als man hier auf den ersten Blick erkennen kann auf dem Bildschirm. Das ist ein Foto, das habe ich gemacht. Und man sieht den ganzen Raum und mich. Ich kann dieses Bild mir auch anschauen, indem ich dem iPad einfach nach oben, nach unten gehe und versuche, das alles zu erkennen. Was damit noch so alles möglich ist mit diesem iPad und der Bewegung, das zeige ich euch in diesem Video. Theater ist immer etwas Körperliches. Also beim Theater bewegt man sich auf der Bühne oder wir tanzen auf der Bühne. Und diese iPads haben genauso wie auch schon sehr, sehr viele Smartphones die Möglichkeit, auch körperliche Bewegungen quasi auszudrücken. Dazu werde ich euch ein paar Apps zeigen in diesem und auch in einem weiteren Tutorial. Und heute möchte ich euch zeigen, was 360-Grad-Videos sind und wie ihr euch diese anschauen könnt. 360-Grad-Videos sind Videos oder es gibt auch 360-Grad-Fotos, die den ganzen Raum abbilden. Also wenn ich mit einer speziellen Kamera, zum Beispiel mit so einer, ein Foto oder ein Video mache, dann sieht man alles darauf. Und diese Videos kann man dann zum Beispiel bei YouTube hochladen, und die kann man sich dann natürlich auch anschauen auf YouTube. Ich zeige euch mal ein paar Videos, die bei YouTube vorhanden sind. Also ich habe jetzt hier erstmal YouTube geöffnet als App. Das ist diese mit dem roten Fernseher und dem weißen Dreieck drauf. Und hier bei YouTube haben wir oben rechts diese Lupe. Auf die können wir einmal kurz draufklicken und dann öffnet sich ein Suchfenster. In dieses Suchfenster geben wir es einfach mal ein. 360. Also ich ziehe sozusagen, ich klicke hier auf die 3. Und ziehe dann die 3 runter, damit die auftaucht. Und dann weiter Video. Jetzt öffnen sich 360-Grad-Videos. Also überall, wo hier 360 Grad drauf ist. Oder auch so ein Symbol. Das sind 360-Grad-Videos. Und wir können uns diese mal einfach anschauen. Dazu klicke ich einfach hier auf das Video drauf. Manchmal kommt dann zuerst noch Werbung. Ansonsten sieht man hier, dass das Video schon losgegangen ist. Wir machen das mal auf Vollbild. Dafür klicken wir einfach einmal kurz auf das Video drauf und hier auf dieses Rechteck. Move the screen to look around or watch it on your virtual reality headset. Virtual Reality is a medium with the ability to be transported to other places. Jetzt kann ich sozusagen das iPad bewegen und alles sehen, was drumherum passiert. Also ihr seht, das Bild verändert sich, wenn ich das iPad bewege. Oder ich kann auch hier mit dem Finger mich herumbewegen. Und hier bin ich zum Beispiel auf einer Achterbahn. Ansonsten kann ich dann auch einfach das iPad verändern, bewegen, drehen und dann geht die Achterbahnfahrt los. Um dann das Video zu beenden, drücken wir einfach auf die Mitte von dem Bildschirm und dann können wir wieder, indem wir hier auf dieses Symbol unten drauf drücken, das Bild verkleinern. Es gibt noch ganz viele andere 360-Grad-Videos,
Dafür habe ich hier oben auch rechts auf den Pfeil geklickt. Jetzt ist das Video kleiner geworden, also so ist das Video größer. Hier, wenn man auf den Pfeil klickt, dann wird das Video kleiner und dann gibt es noch ganz viele andere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Noch cooler ist es natürlich, wenn ihr eigene Videos erstellt und diese dann auf YouTube hochladet und dann euch die selber anschaut. Dafür braucht ihr allerdings eine spezielle Kamera. Diese gibt es zu kaufen. Das Schöne an diesen Videos ist, dass diese Videos eine Bewegung in euch hervorrufen, wenn ihr diese anschaut. Also dadurch, dass man sozusagen mit dem iPad sich herumbewegt, interagiert man auch mit der Umgebung. Viel Spaß damit.